No? Dum 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 dum
Jetzt mal gucken. Niemand zu Hause? Nein. Niemand. Hey. Hey. No. Wir spielen heute wieder Deponia. Juhu. Letztes Mal ist leider ausgefallen. Ausgefallen, weil Serien, Netflix-Serien und sowas. Oh, Exa. Ja. Aber heute wieder, kurz vor Jahresende. Kurz vor Jahresende nochmal. Mindestens eine Folge jetzt nochmal. Na? Ja. Was haben wir letztes Mal gemacht? Optionalen Kram von Legrand Story. Eine Folge ist ausgefallen von Konya. Was war noch? Ja, und ich habe noch nebenbei ein bisschen probiert, was kann ich noch streamen an alten Spielen. Da habe ich eine Weile gemacht, die letzten 2-3 Tage. Ja, und da ist dann auch Deponia dem zum Opfer gefallen. Also gestern. Eigentlich wollte ich gestern ja schon streamen und ja, da bin ich bis eskaliert mit den alten Spielen, dann wollte ich es nicht im Fenstermodus starten. Und na, alte Spiele im Fenstermodus starten. Na, das ist eine Hetz. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es solche Spiele wie Star Citizens und sowas. Ja. Das macht schon Spaß. Rumgeballer im Weltraum. Und da gibt es ein paar alte Spiele, die ähnlich sind. Und nicht so AAA-Titel sind, ne? Die fast schon längst vergessen sind. Aber ja. Lassen wir das mal, ne? So, mal schauen. Spielstand. Wo waren wir denn letztes Mal? Ach, die Schande. Habe ich gespeichert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo war ich denn jetzt? Ach, du Schande. Habe ich gespeichert? Die Haken habe ich? Ja. Tony? Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Okay. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Stimmt. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Wie war das gleich? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Nee, schade. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du? Ja, da war noch irgendwas. Ich erinnere mich dunkel. Fehlt nur noch eine Zutat. Ja, wir müssen das Fehlt Ding nur hier. Noch eine Zutat. Wir haben unsere Kaffeemühle hier, das weiß ich noch. Uff, Kaffeemühle. Wir haben einen Dietrich, einen Haken. Ach, den Apothekerschlüssel haben wir auch. Muss mal schauen. Nämlich die Sache war ja die. Letztes Mal. Ich bin bei diesen Häusern nicht weitergekommen. Und der Tipp war, mach mal hier Krach und dann sind die hier im Rathaus weg. Genau, das habe ich schon erledigt mit dem Rathaus, dass die
drei Herren weg sind. Das weiß ich noch. Ja, genau. Und Öffnungszeiten? Öffnungszeiten? Was gibt's denn da nochmal? Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Ja, da fehlt was. Und ich weiß leider nicht was. Rezept haben wir hier. Nummer 66. Aha. Nummer 66. Okay. Warte mal. Quatsch mal mit Lotti. Hallo Lotti. Du? Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich möchte... Was? Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Alles klar. Na dann. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Wie war das? Leertaste. Inner. Post. Ich sagte... Weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist! Eine Uhr. Ja, ich glaube, das wird das nächste Rätsel, hm? Die Uhr. Ich habe jetzt den Apotheker. Ich weiß noch nicht, ob das was gebracht hat. Das müsst ihr mal rausfinden. Apothekerschlüssel. Mal schauen. Mal schauen. Ich muss nach oben klauen. Also das Spiel stürzt gerade ab. Spiel. Moment, haben wir's. Ey. Spiel. Spiel. Oh Gott. Meine Güte, jetzt habe ich schon gedacht, das Spiel ist im Arsch. Na, geh hoch. Hof, Hus. Aus Apotheke. Schauen wir mal, was haben wir denn? Schönes. Und? Beruhigungsmittel. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ja. Geschnappt. Gibt's hier noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Oder? Nee. Das war echt nur Narkotikum. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Für was habe ich jetzt Beruhigungsmittel? Keine Ahnung. Beruhigungsmittel? Das wird wieder Rätselraten. Die Spezialisten, die ich mir heute erhofft habe, sind nicht dabei. Also. Ne? Ich bin jetzt hier. Mir fehlen, glaube ich, nur noch zwei Zutaten. Und die Zutaten gibt's beide hier. Ne? Beide. Einmal hier die Batterie. Ne? Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Verschwendung. Anbohren geht wahrscheinlich nicht, oder? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ach so, echt jetzt? Nee. Au. Yeah. Hat denn Bracke der Typ? Saubere Arbeit, Rufus. Mit Säure, natürlich. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Ja, ich wollte schon sagen. Mit bloßen Händen. Das ist ein Schmack. Ein Schwachmart. Kann ich hier. Das wäre zu bescheuert, oder? Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Anderes Gefäß. Okay, was haben wir noch? Luftballons.
hast. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Was? Eine Urne als... Ja, Unterwassergrill. Was auch immer. Nein! Nicht reiten! Ey, aus! Dieser Idiot. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Ja, ich brauch die Taurintanks. Das war's. Und heute im Bikini. Sorry. Wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Taurintanks. Zipziermesser? Nee, oder? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. So nicht. Na? Mir fehlen nur noch zwei Zutaten. Das ist ja der Witz. Was mache ich bloß? Ah, Gott. Dietrich? Dietrich? Haken. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Ja. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Oh Gott, gespannt drauf. Nee. Mal kurz schauen. Ja. Ich hab das hier. Pulver. Heiße Bohnen. Aufputschend. Aufputschend? Verstehe ich nicht ganz. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das ist das Taurin? Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Ja, das ist die Säure. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Klares Wasser. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Aufputschend? Der meint jetzt nicht, dass ich... Aufputschend wäre eigentlich das Gegenteil von... Beruhigungsmittel, oder? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ja, schön, nicht? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oh, kein Spezialist vor Ort. Okay, was habe ich noch? Ich habe noch den Schornstein. Oh. Wenzel. Wenzel habe ich noch. Tonis Hütte. Warte mal. Was habe ich denn hier noch? Ach, ich habe noch die Krankenstation. Das fällt mir jetzt erst gerade wieder ein. Quatsch mal mit dem Papagei. Ich habe Hunger. Hunger. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Papagei, Papagei. Ja. Okay. Warte mal. Kann ich mit dem quatschen? Anek? Anek! Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh Gott, der Name bleibt im Bisschen. Energiereiches Wasser. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Genau so. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Läuft. So, Lonzo. Sag an.
Elonzo. Espresso-Tasse. Ein geschlossenes Fach. Warte mal, was gibt's hier noch? Und da kommt wohl das Pulver rein. Ja, das Pulver. Ist klar. Tankdeckel. Der ist dann wohl für das Wasser. Okay. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Espresso-Maschine. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. War klar. Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. War klar. Zu spät. Verdammt. Ja. Okay. Ist Pulver. Wegen des Pulvers. Schieß los. Schwarzpulver. Aufputschen. Heiße Bohne. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne. Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Okay, aufputschen. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Okay. Was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Na klar. Das habe ich wohl verdient. Okay. Ich habe schwarzes Pulver. Gut. Es ist aber kein Schwarzpulver, oder? Nein. Ich sag das nur, weil es extrem gefährlich wäre und... Ja, nein, schon klar. Es ist einfach nur schwarzes Pulver. Wie im Rezept. Gut. Okay, das wird eine Katastrophe. Ich schaff das schon. Ja. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Na klar. Pulver, Wasser. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser, energiereiches. Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach. Dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Ist klar. Was Wasser, energiereiches. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Frag ihn doch mal. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Ja, leider. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Ja, ich bin auch immer gestresst, ne? Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ja. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum. Ja. Ich geh dann mal. Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Okay, also. Der Dr. Gizmo hat etwas in seiner Praxis. Warte mal. Wo ist die Praxis? Praxis war hier. Praxis. Oh Gott, nee. Oh, mein Polizeifach. Nee, da bin ich falsch. Genau. Arztschrank. Genau. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ja. Woran das wohl liegt? Mal schauen. Aha. Die
Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Tetanus? Oh, ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ins Herz? Oh Gott. Läuft bei ihm, ins Herz. Spritze. Aufputschmittel. Sehr schön. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile... Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich damit mache. Ich gehe zum Bullen. Tada. Ja, damit. Komm her, mein lieber Bulle. Spritze. Schauen wir mal, ob es das... Vielleicht klappt es ja, ne? Schauen wir mal. Zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Na komm, Rufus, mach! Do it! Oh Gott. Rufus. Ich meine, so viel Schmerzen, wie der Typ erleidet. Stierblut? Check. Genickbruch? Check. Okay. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Ja, ich hoffe es. So, kann ich? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert, aber... Probieren wir es aus. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Komm schon. Was soll ich mal noch nehmen hier? Aufputschmittel? Wachsam, oder? Lieber nicht. Lieber nicht. Schade. Wieder die Frage, ich brauche ein Gefäß. Ich habe halt keine Ahnung, was für ein Gefäß, ne? Aufputschmittel, ja. Energiedinger. Klares Wasser gibt's beim Wenzel, glaube ich. Nämlich die Wasserader. Die kann man mit einer Wünschelrute finden. Und da wird uns der Wenzel helfen. Ne? Muss ich mal probieren? Kann ich schon? Warte mal. Ich muss nochmal zur Toni. Toni. Was ist denn? Na, hier ist der Bull. Du, warte. Aufputschmittel. Funktioniert das? Aufputschmittel. Check. Und? Klappe zu. Ja, okay. Kurbel! Funktioniert. Okay, passt. Kurbel. Ja. Und jetzt? Was hat das bewirkt? Mit Liebe gemahlen. Mit Liebe. Na, dann nimm's. Tada. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Lol, okay. Wir haben unser Kaffeepulver. Unser Kaffeepulver. Ja, schön. Jetzt fehlt nur noch das Wasser. Sehr schön. Jetzt müssten wir nochmal zum Wenzel. Nur das Problem bei Wenzel war, glaube ich, der rückt den Kram nicht freiwillig raus. Das ist doof. Ja, Nino. Ich weiß nicht, für was das gut sein soll. Da kann man auch nichts machen, ne? Nee. Aber ich glaube, das Ding habe ich schon angebohrt. Das
Das Ding hab ich schon, ne? Ja, okay. Ah, so muss ich überlegen. Der Wassertank. So, ich müsste. Den Wassertank, ne? Ah, ich weiß nicht, für was man da. Bringt nichts, ne? Große Frage, alle Fragen. Da kommt die Blöre. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Friemspucken. Ja, das ist die große Frage. Keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ich muss irgendwie. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Ja. Enzel. Enzel? Hallo? Hey, was gibt es? Ah, okay. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Worum geht es denn diesmal? Schwarzpulver auf klares Wasser. Energiereiches Wasser. Ah, das fehlt noch. Ne? Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Das weiß ich. Ja, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Läuft. Klares Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Ist immerhin klar. Hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch was erfinden. Träum weiter. Die Wünschelrute, die bräuchte ich, ne? Ich glaube, ich mach das lieber allein. Wie du meinst. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Toll. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Da komme ich nicht weiter. Bis später. Genau. Bis später. Ja, jetzt habe ich Pulver. Narkotikum, das wär's. Dass ich den Typ mal betäube. aber ich glaube, so komme ich nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Spritze, ne? Was mache ich jetzt? Bürgermeister darf ich sicher nicht, ne? Ja, nochmal. Dr. Gismar. Die Kartons haben wir schon gehabt. Hallo. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Jo. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Hallo.
Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Hallo. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Es war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Oh. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Gefährlich. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert! Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person! Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Na gut, dann nicht. Ich bräuchte... Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Wie undankbar der Arsch ist. Okay, ich brauche einen Behälter. Wo zum Fuck kriege ich einen Behälter her? Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Dazu eine Wartenummer! Habe ich doch schon. Da, Wartenummer, hier. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran! Wenzel. Genau! Wenzel. 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 Wir nerven sie. Wie werde ich den Typ los? Ich muss ins Bürgermeisterbüro. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Oh komm. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Der Typ nervt. Was mache ich mit dir? Ach, warte. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Ich bin tödlich, wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift, Geheimagent. Ah, easy. Okay. Wo ist denn die Spritze jetzt? Präparierte Tatpfeil. Okay, und jetzt? Aber nein, es gibt Leute, die haben das mehr verdient. Och komm, mach den Tatpfeil. Okay, kein Dartpfeil. Muss irgendwas mit dem Wasser kommen, ne? Ups. Ja. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Es wäre ein bisschen zu einfach. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Ja. Wenzel hat eine Schutz. Das weiß ich schon.
Du glaubst, ich komme. Ich weiß, wie ich hier weiterkomme. Das Gerät. Wenzel hat eine Schade. Ah, Gott im Himmel, Hans. Wie komme ich weiter? Balance. Kaffeepulver. Spritze mit Taurin. Kaffeepulver. Kann ich das schon abliefern? Kaffeepulver. Auch vielfach. Das Pulver habe ich schon mal. Okay. Pulver check. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Ach Gott. Okay. Erstmal fertig mischen. Na gut. Haken. Dietrich. Für was brauche ich denn Dietrich? Ich weiß es. Ah, den habe ich ja schon benutzt. Schon. Den noch mal Haken. Narkotikum für den Dartfell. Gäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Rufus, du brauchst sie. Ein Luftband. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Auf noch, ja, okay. Ah, ja. Also jetzt fehlt mir nur noch... Salam. Ich brauche noch... Energiereis. Wie mache ich das? Den Plan habe ich auch noch. Aber ich glaube, der bringt mir gar nichts mehr, ne? Der Sprengplan, ja. Einmal hier. Hallo? Kann man nichts mehr machen? Schätze. Nope. Ich hätte da gerne noch ein bisschen Schindluder gemacht, ne? Geht leider nicht. Okay. Wo zum Teufel kriege ich noch Behälter? Feuerlöscher. Auch kein Schwein. Gibt's noch Lachgas? Lachgas. Sonst was? Hier gab es nur das Gefängnis. Ja, okay. Jetzt noch? Nee. Hier gibt's nicht mehr. Nee. Also ich glaube, ich habe alles, was ich haben kann, glaube ich. Arztschrank. Mal rauf. Extrem. Was ist mit dem? Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, Rufus ist immer vorsichtig. Was sonst? Was sonst?
Nein. Also Arztstation geht nicht an. Ich bräuchte eine Kaffeetasse. Oder irgendwas ähnliches. Wait. Ich versuche mal ein netter Mensch zu sein. Und gib Toni. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Oh. Schade. Okay, dann nicht. Dann mache ich es halt anders. Eine wunderbare Idee. Fehlt nur noch das Blasrohr. Was? Ich brauche ein Blasrohr? Ernsthaft? Ah, ja. Jetzt wieder noch ein Blasrohr. Gibt's doch nicht. Wo kriege ich jetzt ein Blasrohr her? Ah, shame. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Oh, es funktioniert. Tatsache. Okay. Da probiere ich mal. Komm. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Okay. Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Nice! Hat funktioniert. Okay. Läuft doch. Sehr schön. Toni hält ein. So gefällt mir Toni gleich viel besser. War klar. Habt ihr noch was? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch. Toni? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch. Okay, was auch immer. Ja, damit. Nimm. Ja! Dabei sind. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Was? Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ja, ich glaube, ich gehe lieber. Oh, weg. Oh, shit. Das war gerade knapp. Uff. Okay. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Bleigewichte? Ja, Bleigewichte. Why not? Okay, was mache ich mit dem hier? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Es wird nix. Nee. Das muss nicht gewartet werden. Der war schwach. Nee. Vergiss es, Rufus. Was habe ich dem Trichter jetzt? Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Den dritten explodierten Öltank. Hier gibt's keinen Öltank, oder? Nee. Öltanks. Heilige Mutter Gottes hier. Öltank. Also mir fehlt wirklich nur noch Wenzel. Langsam gehen wir die Optionen aus. Ich hasse Schlangen. Yeah. Himmel? Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Okay. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ist gut. Rufus.
Was ist das? Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Was? 63? Hm? Wer braucht schon Geduld, wenn er Zugriff auf unterirdische Sprengsätze hat? Ach, Sagan. Jo, probieren wir's. Mal schauen. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber oh, Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Come on. Jetzt habe ich eine neue Nummer gefunden und ich, es bringt nichts. Ach, ein Witz. Ein Witz. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Was? Mit dem Bohrer? Was zum Fuck? Ja, Rufus kommt auf Ideen. Gibt's nicht. Trichter. Wasser. Wenzel, du stehst im Weg. Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Wasserader. Also theoretisch müsste ich... Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Theoretisch wüsste ich, was ich machen muss, aber ich weiß nicht wie. Ins Badezimmer. Gibt's irgendwas, was ich noch habe? Dietrich, Luftballons, Anschlussgerät. Einen Haken. Kann ich den Haken benutzen? Ich glaube nicht, oder? Haken. 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 Wenzel hat eine Nein. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch. Ja. Vergiss es. Wenzel hat eine Schutzklappe. Ja. Schutzklappe muss weg, oder? Wenzel hat eine Schutzklappe auf Alter Schwede, manche Rätsel sind einfach nur so... Keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Und heute spiele ich auch nur ohne Hilfe, ne? Es kommt dazu. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Handarbeit. Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Doch. Nanu, geht doch. Geht doch. Nee. Bringt aber nichts, ne? Nee. Überlassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Ja, ist schon klar. Wasser. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Ab. Moment mal, steht da etwa auf nimmer Wiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Ist auch böse, oder? Luftballons. Ziemlich. Gibt da irgendwas? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte... Nein. Oh. Ich hab noch einen Haken.
Portico habe ich schon wohl benutzt und den Trichter, ne? Ich könnte natürlich noch mal zur Arztstation. Papagei. War ich ein Papagei eigentlich? Das wäre ja ein Witz, ne? Ich sorge dafür, dass der Papagei einen Herzinfarkt. Das könnte ich nochmal ausprobieren. Juhu! Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Ach ja, wir lieben alle Clowns, oder? Oh. Hallo, Clown. Nicht Clown. Papagei. Oh, ey. Oh. Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Was denn, Papagei? Hey, was? Oh, süß. Er redet im Schlaf. Was denn, Papagei? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, okay. Papagei. Was zum Teufel? Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Okay, why not? Hm, trotz des Stierbluts wacht er nicht auf. Falsche Blutgruppe. Falsche Blutgruppe? Oh Gott, nein. Oh, das ist böse. Er ist ausgenockt. Oh, das ist so böse. Oh, nö. Ich quäle keine und im Gegenzug helfen sie. Wait. Kann ich damit Toni beeinflussen? Warte mal. Ich muss nochmal zur Toni. Wait. Hallo, Toni. Ich hab was Spezielles. Aha. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreise-Experiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Was? Jetzt soll ich doch noch... Nee. Gott, wie soll das funktionieren? Oh Gott, ja, was mache ich mit einem Vogel im Inventar? ja. Oh, süß, er redet im Schlaf. Gott, ein Vogel, oh Gott. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Okay. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Okay. Ich muss weg. Ach, das sage ich schon seit... Aber du... Ja, yeah. Toni wird mir, glaube ich. Kram. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Gibt's hier Haken? Fenster? Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Verwesungsgeruch. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit dir ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Okay. Wie wecke ich einen schlafenden Papagei? Schlafender Papagei.
probieren wir mal aus. Na, siehst du wohl? Face. Probieren. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Doktors. Ich probier's später nochmal. Ja, das hatten wir schon mal. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Oh. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Hier, was mache ich mit dem Vogel? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich mit dem Vogel? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Ich quäle keine und im Gegenzug. Ich quäle keine und im Gegenzug. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht. Wait. Ich probiere es. Ich probiere es nochmal mit dem Luftballon. So, noch einmal. Er ist bereits ausgenommen. Kaputt. Nö. Der Vogel schläft. Oh, süß. Er redet im Ja. Hat nichts gebracht. Schade. Ich hab gedacht, ich könnte ihn mal irgendwie aufwecken. Hallo? Sprengung? Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Oh, das hatten wir auch schon? Nee? So weit waren wir schon. Hier können wir auch nichts mehr ändern. Ne? Hier geht nichts. Oh, ja. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Ich glaube, er bringt auch nichts mehr, oder? Anek. Hallo nochmal. Ah, hallo. Bis bald. Okay. Bis bald. Tschüss. Der bringt mir auch nichts. Schön. Ich wüsste. Sag jetzt nicht, der läuft den ganzen Weg. Heilige Mutter, dieses Gebimmel hier. Ofus. Ein Vogel im Schornstein. Niemand wird uns stören. Wenzel hat eine Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge. Den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Hey, du! Junge, Junge. Hey, du! Junge, Junge. Nee. Den Stier habe ich schon fertig. Saubere Arbeit, Rufus.
Was sollte ich mitnehmen? Aber nicht mit bloßen Händen. Mit was dann? Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Was für ein Gefäß? Oh Gott. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Und wo ist der Unterwassergrill? Das wüsste ich ja gern mal. Tonis Urne. Wo ist Tonis Urne? Das ist jetzt die Frage. Gibt's hier irgendwo eine Urne? Urne. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Kann ich den Typ einfrieren? Gerne. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ich sorge dafür, dass immer genug Platz da ist. Hey, war klar, ne? Boah, was für eine Plörre. Soll ich den Vogel grillen? Ich quäle keine Tiere und ich quäle keine und im Gegenteil. Nein. Gut. Wieder so ein Hänger, ne? Nichts geht. Ist hier noch irgendetwas? Sind die Toilette? Nee. Ist hier noch was? Ich muss mal alles absuchen. Ist nichts, oder? Nichts. Willkommen, Josef. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Das Fernrohr als Müll. Als TV-Müll. Mach ich mit dem Vogel? Ich hab keine Ahnung. Bin gerade überfragt. Jetzt bräuchte ich mal Hilfe, weiterzukommen. Nur die ganzen Spezialisten heute sind ausgeflogen. Seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Nö. Also ich muss jetzt den Vogel aufwecken. Warum auch immer.
Ich habe noch immer ein Narkotikum. Warum auch immer. Ich habe das Stierblut. Ja. Fehlen mir noch zwei Sachen. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Hier, ich weiß wo. Ich weiß nicht wie. Ah. Irgendwas muss ich noch machen. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Ich tue mal schnell. Zuck. Einmal. No. Ganz kurz. Nein. Nein. Andere neue Nachrichten. Upp. Yes. Ja, bringt mir nichts. Kommen wir nicht weiter. Jetzt eine Stunde rumpuschen wäre aber auch ein Blödsinn, oder? Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird es nicht noch einmal fliegen. Das Inventar. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Oh. Er ist bereits ausgenockt. Oh. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dank. No. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Ne, harmlos. Rufus. Ach Gott, der Key kommt auch noch. Ach du Scheiße, was denn hier los? Warte, na, vor 5 Minuten aufgetaucht. Ich war gerade am Verzweifeln. Der Key kann mir gleich mal helfen. Also ich war schon so verzweifelt, ich wollte schon Schluss machen. Ja, weil keiner kommt hier. Ne? Und eine Stunde bei den Rätseln rumpfuschen ist irgendwie auch blöd. Ne? Wenn nichts weiter geht. Da kann man der Key gleich mal helfen. Ne? Wie kriege ich ein Gefäß für energiereiches Wasser? Die Frage des Tages. Go. Key, sag was. Was? Jetzt ein Scherz.
einen Luftballon aufblasen. Also bei manchen Dingen, da komme ich nicht ganz mit. Ich habe schon die Idee gehabt mit dem, ne, sag an, mit dem Pfeil und dem Dingens als Blasrohr, den Trichter und den Pfeil als Blasrohr. Das ist eine Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers, was wohl aus dem Original geworden ist. Hm. Die Kuh ist jedenfalls nie zurückgekehrt. Was? Wieso in den Kamin? Das raff ich nicht ganz. Das ist doch nicht logisch. Wait. Einen Luftballon in den Kamin. Wieso? Luftballon mit H. Das raff ich nicht ganz. Och Gott, nein. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Es ist doch Schwachsinn. Ach komm. Nee, echt jetzt. Also manche Ideen, ne? Alter Schwede. Auf manche Ideen kommt man nicht. Wait. Andersrum. Oh. Ach was. Ach komm. Es wird eine Schweinerei. Oh, Schweinerei. Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Oh Gott, jetzt kommt's. Wenzel, hallo? Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Es ist aber gemein. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Oh Gott. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Wenzel? Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Ach, Wenzel. Lass ihn uns zusammen genießen. Oh, dieses Kirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Nee, jetzt. Oder? Echt jetzt. Na gut. Oh Gott. Nee. Und das ist eine echte Wasserader? Ernsthaft? Es ist ein Wassertank, ey. Also. Kann man das Ding wieder zumachen? Oh, es geht nicht. Das ist auch geil. Okay, läuft. Alter! Nee. Wenzel ist sowas von. Ja. Der beste Freund, den man nicht haben will. Yay. Das ist Wenzel. Und die Blöre, die läuft und läuft. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt? Hier. Yeah. Mir fehlen aber trotzdem noch die Zutaten. Ach, Blödsinn. Moment. Ich schaue es noch mal an, ja? Ich schaue noch mal. Warte, Wasserader. Moment. Ah. Das daneben. Okay. Das ist die Wasserader.
Ach komm her. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Das ist klares Wasser? Jetzt, oder? Dann nimm es da, doch, Herr Bossmann. Ich sehe es ganz genau. Steine. Komm. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Das ist doch klares Wasser. Ich sehe es ganz genau. Und da schwimmt ein toter Käfer. Ja. Und wie kriege ich das Ding jetzt? Klares Wasser, hier, das ist doch klares Wasser. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun. Och komm! Ich brauche aber noch die Wasserquelle. Oh Gott. Ich komme nicht klar auf das Spiel, echt jetzt. Okay. Ins Rathaus. Okay, ich mach's mal. Okay. Tschüss. Wenzel? Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Bravo. Also ich bin als nächstes dran. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Yeah, okay. Hallo Lotti. Du schon wieder? Okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ja gut, okay. Was soll's? Spiellogik, ne? Das ist Spiellogik. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Okay. Keiner zu Hause. Logik? Ja. Was? Oh Gott, der schläft im Tisch. Was? Er stört. Der Bürgermeister. Im Schreibtisch? Hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Oh Gott. Hier hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ja, Lotte ist unsere wahre Liebe. Also nicht Gold, sondern Lotte. Ja? Ich glaube, da sind wir uns alle im Chat einig, ne? Ja. Wann macht die Post auf? Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Okay. Oh Gott. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Oh, das war gerade hart. Oh, oh, oh.
Also, die wahre Liebe ist Lotti, dann Toni und dann Goal. Wieso ist Goal auf dem letzten Platz? Wieso? Goal ist doch in Ordnung. Toni ist blöd. Lotti ist genial, aber Toni ist blöd. Finde ich zumindest. Ich komme immer noch nicht über dieses... Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Heftig. Goal ist cut, aber Toni ist sexy. Ja, auf ihre kratzbürstige Art und Weise. Aber ich find cut ist besser als sexy. Irgendwie so. Zumindest aus meiner Sicht. Und ja, Lotte steht unter... Da gibt es kein Diskutieren. Lotti ist einfach nur Lotti. Ne? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Das tat weh. Also die zwei gönnen sich nichts, der Bürgermeister und der Rufus. Die sind beide gemeint gegen zueinander. Harveys neue Augen. Ein gutes Spiel. Und Edna bricht aus. Also die zwei Spiele, die muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Die werde ich auch irgendwann mal vielleicht streamen. Mal schauen. Aber bevor ich das mache, vielleicht noch der auf den Tentakel. Also, ne? Purpur-Tentakel. Wer dann das Point and Click kennt. Vielleicht kommt das vorher noch. Auf jeden Fall im neuen Jahr, neue Spiele. Und mindestens eins mal im Fertig kriegen wir. Regiment. Vagrant Story. Aber das nächste. So, jetzt. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Ja, Ednas neuer Dingens. Also Harvey und Edna. Ich habe schon mal reingeschaut. Sehr interessante Rätsel bei Harvey und Edna. Es hat der Dings gespielt. Ein anderer Streamer, dessen Namen ich jetzt nenne. Sonst muss ich mich über andere Streamer aufregen. Ja, grün den Tag. Als könnte ich die Welt erobern. Und dann kriegt das Tentakel so Arme, ne? Und dann kommt ein Blitz und dann so dam dam dam. Der Oberbösewicht nicht. Ich mag das Spiel. Also Day of Tentakel. Day of Tentakel. Day of the Tentakel. Ne? Ein geiles Spiel. Habe ich schon gespielt, als auf DOS das Spiel war, ne?
Ja. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Fanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ach, Herrgott. Ich mag den Bürgermeister nicht. Monkey Island ist kompliziert. Da gibt es ein Kampfsystem und man muss Piraten beleidigen. Und auf dieses Kampfsystem komme ich nicht klar. Also bei Monkey Island, das ist mir zu hoch, sage ich mal so. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal... Ja, der Bürgermeister ist für den Arsch. Egal, was ich mache. Ja, Beleidigungsfechten. Man beleidigt Piraten und fechtet gleichzeitig. Und wenn man richtig beleidigt, dann gewinnt man das Spiel bei Monkey Island. Auch sehr witzig. Also der Grundgedanke. Aber es ist mir zu komplex für eine Art Minispiel, ne? Als kleines Goodie, ja. Aber als Kampfsystem ist es mir ein bisschen zu viel. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Weißt du noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente. Endlich. Weißt du noch was? Ich muss nämlich langsam. Warte. Ich probiere nochmal die Post. Was denn jetzt noch? Ja. Krieg dich wieder ab. Wann macht noch gleich die Post auf? Wann immer ich es richtig. Na gut. Das Mädchen gehört. Falsch. Ich habe bereits. Na gut. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein. Nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ist ja gut. Meine Güte, der Typ. Oh, heilige Mutter Gottes. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, ich glaube, den Spruch kenne ich. Also aus. Erstes Spiel nochmal. Monkey Island. Was haben wir denn hier? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Ah, okay. Oh. Nanu? Er ist weg? Nein. Hä? Auch gut. Wieso ist er jetzt weg? Hallo? Kissen? Schublade. Oh. Aha, okay. Klingel. Okay. Kissen. Ah,
was ist das? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Oh. Okay, und jetzt? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir... Warte. Ach. Ja, der Bürgermeister wollte in den Saal, aber wie ist er von der Schublade in den Saal gekommen? Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Ne? Das ist schon so... Ja, okay. Ah, schau her. Ein Glas. Was? Schlüsselloch? Glas. Nimm das fucking Glas. Okay. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Ah, okay. Warte, haben wir noch einen Dietrich? Ja, den haben wir noch. Warte. Mal gucken. Ja, das wäre lustig. Ja, dann mach. Ja, das wäre lustig. Nicht? Nee, schade. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ah? Wasser Emblem? Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, ich wollte schon. Ja. Der Wenzel hat gesagt, Gerüchten zufolge soll es im Bürgermeisterbüro vom Vater Rufus. Der Vater war der Bürgermeister und gerüchteweise, der hat den Tisch gebaut, ne? Und im Büro soll das Dingens sein, ne? So rum, ne? Und ja, genau. Probieren wir einfach mal. Ich wollte ja. Ach, was denn jetzt? Nein, oh. Was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ha, das ist schlau gemacht. Nice. Ein okay. Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Was? Er will einen Schlüssel einschmelzen. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde. Wie viel ich dafür... Nee. Wir wollen ja nichts einschmelzen, oder? Aber die Wünschelrute als Schlüssel, um ein Geheimfach zu öffnen, das wiederum zu einem anderen Schlüssel führt, das wiederum zu einem weiteren Schlüssel noch führt. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Yeah. Da. An seinen Schnapsschrank. Der Schnapsschrank. Oh Gott, nein. Oh, come on. Schnaps. Echt jetzt? Ich bin hier nur wegen dem Schnaps hier. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Okay. Und für das bin ich jetzt hergekommen, ne? Ah, Gott. Nee, oder? M-A-C-H-T-S-G-U-T-I-H-R-I-D-O-N. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Och, nee. Das war genial. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Okay. Schnaps ist klares Wasser. Schnaps ist klares Wasser? Echt jetzt? Nee. Schnaps ist klares Wasser. Echt? Klares Wasser? Ja, okay. Wenn das stimmt, dann okay. Mir fehlt dann, glaube ich, aber nur noch eines. Und weil im Dingens ein Glas Wasser war noch ein Glas
Dingens hier. Ich hab noch was. Na, komm schon. Whee, Säure. Aha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Dieser Idiot. Er wollte ein Säureglas trinken. Was ein Schwachmat. Ehrlich. Belebendes und klares Wasser, wie es im Buche steht. Ja. Energiereiche Säure und belebendes Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht. Okay. Tada. Und den Schnaps. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Tada. Wow. Wie das Wasser aber auch immer wieder die Farbe ändert, ne? Es ist ja auch so ein Witz, ne? Stierblut, dann hast du Säure ist grün, das Blut ist rot und der Schnaps ist klarer. Ne? Und daraus entsteht dann Dings Wasser. Es ist schon eine interessante Mixtur. Ah, ja. Nee. Ist klar. So. Bevor wir uns das gerade jetzt geben hier, und mal kurz speichern. Alter Schwede. Alles nur für Wasser. Nee. Alles für Wasser. Meine Güte. Na gut. Lonzo? Ich glaube, der wollte Wasser, ne? Da. Hier. Mach mal. Tada. So. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Alles geht in die Luft. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Was? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Was sagt die? Oh weh, oh weh, oh weh, jetzt geht's ab! Ach du Scheiße! Oh weh! Mehr Druck! Mehr Druck! Wir brauchen mehr Druck! Okay. Was? Was macht der? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Was passiert? Okay. Okay, ist es jetzt? Sind wir tot? Sind wir tot? Das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Okay. Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Wow. Aua. Was war das? Holy moly. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Was zum Teufel? Die ganze Base im Arsch, ne? Ach du Scheiße. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Okay. Was zum Teufel? Heilige Mutter Gottes. Ah, Rufus, bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Der arme Lonzenzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ah, die ganze Beimarsch.
Nur wegen einer Espressomaschine wäre beinahe das ganze Dorf in die Luft gegangen. Ne? Und dann so ein kleines Tässchen. Ne? Da, eine Handvoll Kaffee. Nuklear gedruckt und gepresst. Nee. Das ist krank. Alter Schwede. Ich will nicht wissen, auf welchem Technologiestand die sind. Ne? Also ich gehe in die Küche, mache einen Kaffee, mache 10 Minuten und bin fertig. Ne? Also es ist Wasser, Kaffeepulver und fertig. Ne? Also aber die bei Kuwaz ist heftig. So, Kaffee. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Die Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Das hatten wir jetzt auch gerade. Immer wo Rufus auftaucht, gibt es Chaos und eine Explosion. Und Rufus hat einen Kaffee gemacht und die ganze Bar ist in die Luft gegangen, ne? Der Bürgermeister hat schon manchmal recht, ne? So, probieren wir mal. Kaffee! Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. 3 Gewinnrunden. Du. Ich. Ha! Gewonnen! Mist. Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist hier der... Ach nö. Gizmo. Der Gizmo steht mir im Weg. Kann das sein? Ah! Dammit. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Genau. Was wir jetzt machen müssen, wir brauchen einen medizinischen Notfall. Den haben wir hier. Dann brauchen wir einen Notfall für die Feuerwehr. Ein Feuer. Und die dritte ist, glaube ich, Diebstahl, oder? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Warte mal. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. 8 Kerzen? Ja. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Puh, okay. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ja, und jetzt? Wir müssen Gizmo aus dem Weg räumen, ne? Die nächste Sache. Also bis wir hier mal mit dem Kaffee irgendwas machen können, das ist... Nee. Alles nur für den Kaffee. Jetzt müssen wir dann den Gizmo töten oder was? Ja.
Gott im Himmel. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an, ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, er hat auf der Hälfte aufgehört. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Ghoul. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Ja, na gut. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Nee, wow. Gut, sehr schön. Gibt's hier doch irgendwas? Ah, wait. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Aber der Big Clown? Shit. Asche. Oh, aber Rufus. Mein Fehler. Okay, das war nichts. Oh. Ich habe hier noch einen Papagei. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Politik. Der letzte Dreck. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Wir haben Kaffee. Aber ist bestimmt weg. Schön, nicht? Die Poststelle. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Uhr. Wir brauchen eine Uhr. Jetzt fällt's mir drin. Wir brauchten eine Uhr für Dingens. Das Postamt. Da war ja was. Also ich erinnere mich dunkel, was da hier war. Nächster bitte. Ja. Aber hier gibt's glaube ich nichts mehr. Hier war nichts mehr, ne? Schublade. Nö. Wir haben alles erledigt. Ah. Gut. Wir haben den Kaffee. Aber er bringt nichts. Aber ich glaube, die Uhr hat der Bürgermeister. Oder? Warte, was? Im Saal ist ein Schild mit Dingen, die nicht brennen sollten. Es gibt hier Kartons. Aber ob die brennen, bin ich mir gerade nicht sicher. Halt. Die probieren wir mal aus. Warte kurz. Was riecht denn hier so komisch? Oh, oh. Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten! Oh Gott! Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht! Oh Gott! Nee! Ah, das ist gemein! Oh nee, das ist böse. Ich sperre den einfach in den Raum ein. Oh, das ist böse. Oh Mann. Solange er nicht vorhat, sich nützlich zu machen, lasse ich ihn lieber da drin. Ah, das ist böse. Oh, das ist böse. Oh man. Steht das gut? Warte.
Kann ich das klauen? Stethoskop. Ah, okay. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Was? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Okay. Es ist schon fast zu einfach. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Oh. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Ja, ja, Sie ja, sind ja, gefeuert. Ja, ja, ja. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem das gefeuert. Doch gerade Sie können mich nicht feuern. Manöver. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na gut. Sie können mich nicht feuern. Gleich Sie sind geschafft. Verhaftet. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Prost. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Mach mal. No? Ach komm. Ich. Was? Wo? Wer war das? Ich. Ich war das. Au. Okay, irgendwas ist gerade passiert. Ja. Alles okay bei dir? Guten Morgen. Oh. Irgendwas Schlimmes ist gerade passiert. Puh. Au. Aua. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Hm. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Alter Schwede hier. Naja, zwischendurch hackt es ein bisschen bei die Zwischensequenzen. Es ist jetzt schon das zweite Mal, glaube ich. Doof. Also, es sind immer nur so kleine Dingens bei den Zwischensequenzen, wo es zwischendurch mal hackt. Schade eigentlich. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig, verstehst du? Genau.
Der Witz ist der, wenn etwas wahr ist und man erzählt darüber einen Witz, einen überspitzten Joke über etwas, das wirklich passiert ist, dann ist es witzig. Stimmt das? Stimmt doch, ne? Ne? Ist so. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Oh Gott. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Was hat er jetzt gemeint? Die Kartoffelsuppe? Oh Gott. Bitte Fritzel Britzel. Fritzel Fitzel Britzel? Nimmel Fritzel. Hallo? Kugel Wugel? Basel Fasel nimm. Okay. Mammelframs? Bim für die Bum klopp klopp. Okay. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem klem. Tataratitim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Nein! Ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Oh. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Großzügig. Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. War klar. Du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Nobel. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig. Ja, großzügig. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja, es ist schlimm. Diesmal ging die Zwischensequenz. Es ist komisch. Aber manchmal funktioniert die Zwischensequenz, aber manchmal funktioniert sie nicht. Das ist ja ein bisschen komisch. Na gut, okay. Wir haben sie mal so 50-50 geweckt, sag ich mal. Na gut. 50-50. Na gut. Kaffee ist gemacht. Was fehlt denn jetzt? Wünschelrute haben wir noch. Wir haben noch einen Vogel. Den Erdmagnet haben wir noch. Sogar den Espresso haben wir noch. Okay. Ja. Ist jetzt überhaupt noch irgendjemand da? Oder sind schon wieder alle weg? Jo. Noch mehr Nachrichten, die ich nicht brauche. Düdüdüd. Warum ich jetzt den Discord anlassen habe, das weiß ich nicht. Der Vogel schläft. Ja. Der
Vogel schläft, weil ich ihn betäubt habe mit Schlaf. Nicht mit Schlafgas, wie heißt das? Ich habe den Vogel betäubt mit Lachgas. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Vieh machen soll jetzt. Also eigentlich, wenn ich jetzt Klitos kontaktieren will, müsste ich doch ins Bürgermeisterbüro, oder? Wait, ich schaue nochmal nach, ob das funktioniert oder nicht. Schauen wir mal. Bürgermeister schläft. Oder ist nicht da? Ach Gott, hör auf. Nee, jetzt. Ich hab Kaffee. Hey, du, aufwachen. Was zum Teufel? Geht doch, Schnarchschnabel. Ach, come on. Man kann den Vogel mit Kaffee wecken. Oh Gott. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Okay, wir gehen zu Toni. Das wird jetzt ein Witz hier. Warte. Ich will das ausprobieren mit Toni. Warte. Ich mach das jetzt. Warte. Na, du sollst da rein. Da. Rein da. Toni, hallo. Ich hab den Papagei. Schau mal. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Oh. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Wow. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen. Damit du einen anderen zutexten kannst. Oh Gott. Wenigstens renne ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Oh. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus. Okay. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Was? Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Ja, okay. Buh, ist sie wütend. Kann ich da nochmal rein? Okay. Und jetzt? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, alle Toni! Danke nochmal für den Papagei. Oh Gott. Ist ein Nichtsnutz. Er ist so ein kluges Tier. Oh Gott. Also der sieht genau aus wie Tonis Mutter. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Und der Therapeut. Hm? Oh. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen. What the fuck? Ich kann den Vogel wieder mitnehmen? Echt jetzt? Warte. Okay, wir gehen mal zum Hanek. Vielleicht freut sich der über den Vogel. Warte mal. Wie ist denn der Vogel? Warte. Hanek? Vogel? Er hat seine Aufsichtspflicht. Bei mir ist der Vogel. Nee, warte mal. Nein! Nicht da. Hallo? Moment. Kann ich den nicht mehr zurückgeben?
Nee, oder? Ich will den Vogel wieder zurückgeben. Ah. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Ah. Wieso habe ich den jetzt wieder im Inventar? Ah. Bin ich jetzt überfragt? Ich weiß grad nicht. Ich stehe gerade am Schlauch. Für was habe ich jetzt wieder den Papagei? Ich hab gedacht, ich bin ihm los. Oder wie läuft das gerade jetzt? Verstehe es gerade nicht. Kann ich hier nochmal hin? Ich wollte was mit dem Papagei machen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Mal wiederholen. Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Okay. Why not? Das war ja so gesehen mein Plan, ne? Dass ich den Vogel benutze. Ah, sag an. Nee, warte. Ich schnapp mir die Uhr, ne? Kann ich den Trichter wieder nehmen, oder? Doch. Den Trichter kann ich wieder nehmen, ne? Die Uhr? Ah. Und jetzt vorsichtig. Oh, lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Nicht schlecht. Okay. Und mit der Uhr können wir zum Postamt. Warte. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Lotti? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Ach ja. Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Na gut. Gibt es beim Postamt eine Telefonstelle? Es wird mich jetzt mal... Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Hallo, die Waldfee, was ist das? Ersatzkatzenschublade. Jetzt. Was zum Teufel? Klappe? Ach du Heilige. Was ist denn hier? Ich schau mich mal um. Eine Katze? Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Ja, ich hab doch hier
Warte mal. Katze? Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Ersatzpost. Wie? Ersatzpostkatzen. Ach du Scheiße. Es ist doch ein Witz. Nee. Ach du Heilige. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Ja, süß. Fehler. Dann halt nicht. Okay. Die Katze darf ich nicht anfassen. Ja, okay. Katzen. Das ist so krank. Ja. Hüpfvogel. Ah, da oben ist das Funkgerät. Wir müssten da oben rein. Hier rein. Fehler. Ah, okay. Dann halt nicht. Also müssen wir erstmal den Roboter loswerden. Und dann können wir ins Funkgerät. Aha, ich verstehe. Ich verstehe. Die Frage wie? Oh Gott. Das nächste schlimme Rätsel. Das kann ja was werden. Athos? Ach, Posten. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus richtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Rufus ist ein Nichtsnutz. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Was ist das? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Rufus richtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehlen. Oh Gott. Der Typ tut mir fast leid. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hey, hallo. Rufus hat die schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Rufus richtet Heuschrecken. Das macht die Arbeit. Ich weiß gar nicht, was da denn los ist. Irgendjemand billigt dir ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Rufus ist ein Nichts. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst mal dagegen funken, bis dir das Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Kapitel? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Willst du in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Naja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausbauen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Möcke Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Yeah. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nichts hier sein. Sehe ich genauso. Ah. Ich hab schon mal eine Idee. Wir nehmen. Das ist genau der Stil. Von mir sein können.
Rufus ist ein Nichtnutz. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrege. Ich liebe es, Gott zu spielen. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Was zum Fuck? Oh, ach du Heilige. Was zum... Was soll ich machen? Ich bin gerade überfragt. Ja. Ah, okay. Ja. Nein. Das Rätsel ist Bullshit. Ja. Okay, man kann es ja probieren. Ich weiß gerade nur nicht, was ich hier tue. Ja. Nein. Ja. Ganz raff ich das Rätsel gerade. Kopf 3. Ja. Kopf. Ja, okay. Sehr interessantes Rätsel, oder? Das Rätsel ist Bullshit. Ja, okay. Why not? Alter Falter hier. Komm. Wie soll das Rätsel hier funktionieren? Das Rätsel ist nicht logisch. Also es muss ja voll sein hier. Doch. Irgendwelche Tipps? Ich raff's nicht. Nein, vielleicht. Ich raff's nicht. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Weil ich das Rätsel nicht habe. Versteh's nicht. Wait. So. Okay. Und jetzt? Irgendwie bringt es gar nichts, oder? Oder doch? Das Rätsel ist... ja. Bullshit. Ich glaube, das hat nicht schon, oder? Willst du die kleine Taube in die Mitte?
Die Lernfelder in der Reihe in die Mitte. Die leeren Felder müssen in der Mitte sein. What? Ernsthaft? Wie soll das gehen? Ich hab's grad nicht. Ja. Das leere Feld in der Mitte. Dann bleiben wir aber immer wieder zwei Stück über, oder? Das raff ich nicht ganz. Nee. Die leeren Felder in einer Reihe in die Mitte. In die Mitte. Vom Spielfeld jetzt, oder was? Also von dem komischen Kreisding jetzt. Ah, warte mal. Hier. In die Mitte. Ich raff das Rätsel nicht so. Also grün muss in der Mitte leer sein. Und alles andere muss leer sein, oder wie jetzt? Das kapiere ich nicht, ne? Nein. Dann müssten hier vier Felder grün leuchten. Oder wie war das hier? Warte mal. Die Felder müssen grün leuchten. Oder? Dann fehlt mir hier noch ein Punkt. Ja. Nein. Nee, ich brauch. Fehlt noch Punkte. Das Rätsel ist schon ein bisschen. Ich bin überfragt. Was? Jetzt vielleicht? Na komm. So. Das bringt doch gar nichts. Also da ändert sich nichts, ne? Wie soll das gehen? Hallo? Einmal. Zweimal. Ja. Das ist echter Schwachsinn. Aber nicht wenig Schwachsinn. Alter Verwalter hier. Gott im Himmel. Gott mein Kopf. Also jetzt gerade. Boah. Nee. Alter Schwede. Uff. Mein Kopf. Also jetzt gerade bin ich gerade Brain AFK. Also so richtig.
Wie soll das? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die alte Maschine mit Frauen und Schinden vom Rathaus zu Rufus ist ein Nichtsnutz! Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut! Rufus hat die Antenne von Frau Hedes Traktor geklaut! Ich kapiere es trotzdem nicht. Wie soll das funktionieren? Dann fehlt mir der hier, ne? Gott! Also ernsthaft. Wie? So, jetzt habe ich hier drei, ne? Und dann muss ich hier noch da oben noch was. Wird immer weniger Punkte. Oh mein Gott. Ja. Also da kann ich machen, was ich will. Hier. Wie zum Teufel. Rumpel kommt auch noch vorbei. Hallo? Guten Morgen an alle Lurke. Ja. Ich glaube, ich mache aber nicht mehr lang. Das ist Rätsel hier. Ja. Ich hoffe, es geht der Rumpel gut. Arbeitstechnisch, Feiertag und sonstiges. Ist hier wurscht? Was ist mit dem? Also ich mache noch eine halbe Stunde maximal jetzt. Wenn ich hier jetzt noch länger an dem Rätsel rum tue, dann dreh ich durch. Also, wie zum Teufel? Also. Leute, Spiel, dieses Rätsel. So, nochmal. Das ist schlimm hier. Echt. Ich hab hier ein grünes und hier ein grünes. Gott, dann braucht man hier daran Vorstellungsvermögen, dass man hier bei dem Rätsel weiterkommt. Hier, das ist leer. Das ist gut. Noch eins.
Dann müsste ich noch ein leeres hier haben und ein leeres hier. Was hier? Da fehlt mal eins. Oh Gott, bitte. Rätsel skippen. Was? Ach nö, ich will aber das Rätsel jetzt nicht skippen. Ich will das Rätsel ja schaffen. Gott. Aber. Ich glaube, ich krieg noch einen Schaden hier. Der Schaden nennt sich dann Deponia. Ich glaube, ich habe eine Idee. So. Was? Ich komme gar nicht weiter. What the fuck? Okay. Es war Blödsinn. Gott im Himmel. Wenn ich nämlich alle Felder vorher leer mache in der Mitte, müsste ich sie eigentlich nur noch auf die Seite schieben. Was? Jetzt? Stopp! Was? Ich hatte es eben. Och nö. Oh nein! Ich bin so nah dran und schaff's nicht. Nein! Warte mal. Ich hab's gleich. Gib mir nur eine Stunde. Warte. Nein. Komm, ich brauche nur noch ein Feld, ne? Ich brauche nur noch ein Feld hier. Oh, komm. Komm, bitte. Nein. Also fast. Die kleine Taube muss in die Mitte. Ich komme jetzt noch mal drauf hier. Nein. Hey, komm. Ich dreh durch. Nein. Oh Gott. Komm schon. Eine Taube muss in die Mitte. Oben muss ein Grübe. Ein grüner Balken muss oben sein. Ja, glaubst du, ich schaff das jetzt nochmal hier? Ich hab's irgendwie gerade geschafft und jetzt ist wieder im Arsch. Okay, unten ein leeres Feld. Ja, okay. Und dann nochmal hier ein leeres Feld. Und dann nochmal hier ein leeres Feld, oder? Das sollte die Lösung sein. Nein. Kann ich nichts machen, oder? Nee. Ich brauche ein leeres Feld.
Ja, gut. Hier drehen bringt ja gar nichts. So, ein leeres Feld ist hier, ja? Das zweite? Das kriege ich doch nicht mehr zusammen. Zwei. Hier ist alles voll. So. Nee, es bringt nichts. So. Nicht ganz, oder? Na, hier oben kann man nichts drehen, oder? Man kann nur die hier drehen, ne? Die drei und den kann man drehen. Also hier gibt gar nichts. Ne? So. So. Kleine Taube in die Mitte. Und ein leeres Fell. Es dauert noch eine Stunde. Unten rechts und unten links ein leeres Feld. Unten rechts, unten links. Jetzt habe ich sie in der Mitte, ne? Nee. So, einmal da. Und einmal. Nee. So. Also ich bin gerade komplett lost. Nee. So, eins hier, eins hier und eins hier. Hm? Ja, Key macht's noch schlimmer. Key ist dran schuld. Rechts und links in die Mitte. Ganz unten Mitte leer. Also Mitte ist leer. Und dann rechts und links in die Mitte. Ja. Da lässt sich nichts machen. Hier. Ah. Also die da müssen in die Mitte. So viel habe ich jetzt kapiert. Ah. Also hier, einer hier, einer ist hier und die zwei müssen hier hin. Ne?
Ganz unten bitte leer. Drehen. Ah, es will noch nicht. Es will. Drehen. Habe ich hier zwei. Oh Gott. Ich habe gedacht, Würfelrätsel sind schlimm. Aber das hier ist, glaube ich, noch schlimmer. Oh, den. 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 Jetzt habe ich den da. Nee. Da, einmal da. Ja, wie die Waldfee hier. Ey, komm. So. Es gibt zwei, drei schlimme Rätsel. Das hier ist Nummer 1. Yes! Wieso? Es ist so schlimm. Wieso muss das so schlimm sein? Oh Gott. Oh, bitte töte mich. So. So. So, jetzt habe ich die zwei hier, ne? Wow. Alter Schwede hier. Das ist doch ein Witz. Der hier muss hier rüber. Ah. Also, es ist so schlimm. Also, schlimmer geht's, glaube ich, nicht. Gar nichts, oder? Alter Schwede hier. Komm. So, sind zwei. Ja. Yeah. Überspringen. Ich will nicht. Ich glaube, das wird so die Challenge. Kein Spiel, kein Rätsel überspringen. Das ist eine geile Challenge, oder? Oh, ey. Knopf drücken. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Antimaschine. Ach Gott. Nee. Also ich glaube, für heute ist genug. Genug. Ach, nee. Also ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal werden wir ein Erzmagnetfeld verändern. Mit Hilfe eines Supermagneten. Und es wird chaotisch, tödlich.
mörderisch, so wie immer. Und bis dahin werden wir noch ein bisschen rätseln. Bis dahin wird es noch dauern, bis zum nächsten Jahr. Und jo. Freude über den Key, Freude über Rumpel, über die Gäste und auch über alle Lurker. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Montag, Dienstag ist kein Stream, also kein Finale von Blackout Story. Vielleicht 6.1. um den Dreh, das was gibt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Erstmal im neuen Jahr ankommen. Weihnachten ist vorüber. Und bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bye bye. Winke, winke. Bis Neujahr.